Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft PvP. Wir spielen heute mal Bed Wars, wie angekündigt. Und ich bin gespannt, denn viele von euch haben geschrieben, dass Bed Wars mehr oder weniger unspielbar geworden ist. Einfach durch viele krasse Typen. Aber ich bin gespannt. So, ich muss ein bisschen versuchen zu fastbridgen, denn ansonsten habe ich wahrscheinlich gar keine Chance auf die Mitte. Aber solange ich nicht runterfalle, geht das auch klar. Ich bin zwar, glaube ich, nicht wirklich schnell. Oh ne, schneller als wenn ich es eben nicht machen würde. So, ich brauche noch das Gleiche, aber jetzt habe ich ja eh genug. Na gut, und der kommt direkt zu mir. Das ist natürlich nicht gut für mich. Ich hole mir mal ein Schwert und Rüstung. Ups. Hallo? Ah, da braucht man ein bisschen. Da hole ich mir Blöcke. Das sieht auch geil aus da oben. Ich verstehe aber auch nicht. Ja doch, die wollen halt alle erstmal killen. Der kommt immer näher. Aber ich gehe erstmal in die Mitte. Werde mich aber beeilen müssen. Denn das schaffe ich eh nicht. Na gut, aber er hat kein Schwert. Und keine Rüstung vielleicht. Ja, ein Schwert wahrscheinlich schon. Aber ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit, um einzukaufen. Nein, nein. Okay. Na komm. Ist er da? Komm jetzt. Ich habe Angst, dass er in den Weg steht. Okay, das war's für dich. Gut. Dann gehe ich, glaube ich, direkt mal zu ihm. Denn, ich weiß nicht, wie das Sprichwort geht, aber wer Schlechtes sät, der wird auch irgendwas Schlechtes ernten. Ja, genau. Es leckt. Ja. Das ist kein Problem, denn ich habe Rüstung und er nicht. Wenn es nicht lecken würde, man. Das Dumme ist nur, ich habe keine Spitzhacke. Deswegen würde ich ihn. Wow, Alter. Ganz gerne runterschlagen hier. Okay, sehr gut. Und mir eine Spitzhacke holen. Ich weiß nicht, warum das so leckt. Okay, ich hätte auch durchgreifen können. Aber na gut. Manchmal im Leben muss man durchgreifen. Einfach durchgreifen. So. Okay. Ich will was zu essen. Und hier. Glaube ich zurück, denn dort habe ich schon einen kleinen Steg in Richtung Mitte. Und den würde ich gerne benutzen, denn ich brauche Gold. Ist da schon jemand? Nö. Anscheinend nicht. Hat sich irgendwie so gegeben, dass niemand mehr in die Mitte will. Sondern alle erstmal killen. Und dann in die Mitte. Obwohl vielleicht, da hinten sehe ich halt noch nichts. Aber nö, die sind auch alle ganz gemütlich bei ihren Nachbarn. Auf dem Kaffee. Na gut. Dann gönne ich mir mal einen Bogen. Am besten ohne runterzufallen. Habe ich genug Blöcke? Doch. Ja. Das dürfte passen. So. Lecker, lecker. Ganz viel Gold. 28 Stück. Das ist doch schon mal nicht schlecht. So. Ist mir jetzt egal, wenn die Leute hochkommen. Ich habe Gold. Und solange das so bleibt, dass ich eben alleine Gold habe, habe ich hier auf jeden Fall gute Chancen zu gewinnen. So, wir holen uns direkt mal den Besten, denn ich habe Geld oder Gold und so. Dann einen Pfeil. Dann vielleicht einen Stick. Und was noch? Vielleicht eine Enderperle oder so. Vielleicht habe ich einen 14. Ja, Enderperle wäre auf jeden Fall in meinem Budget. Mann, was ist denn das? Liegt das an mir? Oder nicht? Also, Leck des Todes hier. So, Enderperle. Dankeschön. Da habe ich jetzt noch ganz viel Eisen. Da könnte ich mir ein besseres Schwert holen. Ach, ich hätte mir ein Goldschwert holen sollen, ne? Wobei, das habe ich ja schon hier. Schaffen es zwei.
Aber eine bessere Rüstung, denn ich habe nur Protection 2. Kann mir noch Sharp, noch Protection 3 holen. Weg damit. Ups. So. Kommt hier jemand? Nee. Und dann mache ich noch was. Ich weiß nicht, vielleicht Heilung oder so. Mit dem Rest. Passt schon. So. Okay. Und Blöcke. Von wo greife ich denn an? Ich würde sagen, aus der Mitte. Denn dann kann ich gleichzeitig darauf achten, dass eben niemand mein Gold klaut. Da oben baut sich schon jemand lang, aber den dürfte ich darunter schießen können. Außer er sieht mich. Was er nicht tut. Ciao. Und den da auch. Der trifft. Ja. Ping. Habt ihr auch gehört? Ja, natürlich. Ich gehe mal. Ja, ich könnte auch die Enderperle benutzen. Will ich das? Wer lebt noch? Oder wessen Bett steht noch? Meins? Was bin ich? Schwarz? Ja. Rot und gelb. Rot und gelb, die beiden. Okay, ich würde sagen, ich port mich dahin. Außer wenn er jetzt stirbt, das wäre doof. Gelb, okay, gelb wurde getötet. Niemand von denen hat einen Bogen, das kann nicht sein. Deswegen kann ich mich recht chillig einfach hinbauen. Und mal gucken, was so abgeht. Ach so, aber es leben auch noch andere, ne? Stimmt, haben zwar kein Bett mehr, aber leben noch. Oder andersrum? Ah ne, andersrum. Haben ein Bett, aber leben nicht mehr. Stimmt. Okay, gut. Mal gucken, was tust du? Was tust du? Beide gar nichts. Auch gut, da muss ich aufpassen. Der hat nämlich sein Bett zugebaut. Und hat auch ziemlich krass eben gefastbridged. Deswegen hat er irgendwelche krassen Tricks noch in der Hinterhand. So, kein Schaden bekommen, warum auch immer. Und jetzt würde ich hier gerne mal wieder durchgreifen. Das Bett abbauen. Okay, der ist weg. Ich habe jetzt keine Absicherung. Deswegen hole ich mir eben was. Hier kann ja keiner respawnen. Und die sind beide da hinten. Deswegen bin ich hier recht safe. Und hole mir mal eine Rettungsplattform. Oder zwei. Statt dem Pfeil. Und dann vielleicht mal ein Schwert und eine Potion. Okay. Das Gold nehme ich mit. Team die? Nö. Na gut, die bekriegen sich noch, beachten mich gar nicht. Das finde ich sehr nett von ihnen. Und dann dürfte ich das eigentliche locker nach Hause holen. Denn ich bin ziemlich OP ausgerüstet. Na gut, ich springe mal in die Cobwebs rein. War vielleicht nicht die beste Idee. Kann ich abbauen? Nö. Ich will hier nicht links runterfallen. Hä? Was machen die denn? Hallo? Ich trinke mal schnell die Potion. Ich darf jetzt nur nicht runterfallen. Jetzt bekriegen. Ups. Bekriegen die sie auch noch? Also ich weiß nicht. Die haben es mir irgendwie sau einfach gemacht. Aber na gut. Ich habe jetzt Stärke und er ist down. Okay. GG. Ich hatte hier vorher schon drei Runden gespielt, die ganz so gar nicht so verlaufen sind, sondern wirklich schwieriger waren, auch als früher. Ja, aber generell lässt es sich auf jeden Fall schon noch spielen. Und hat ja auch Spaß gemacht, fand ich. Aber ich weiß nicht, war halt wirklich sehr einfach jetzt, dadurch, dass die sich überhaupt nicht mit mir beschäftigt haben, sondern nur eben miteinander. Aber gut, wenn sie wollen, dann ist das so. Und dann war es auch für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann würde ich mich über eine Bewertung freuen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.